sehr schwerer Tag werden, weil halt wie gesagt die 10 stärksten Athleten dabei sind. Und das wird nie einfach. Wir haben mich vorbereitet, ich habe mich im Gym vorbereitet, in das Gym, die heute auch ein großer Sponsor sind. Und da habe ich mich eigentlich seit November letzten Jahr fast täglich vorbereitet für heute. Ich habe schon meinen eigenen Trainer, der schreibt mir quasi meine Wochenpläne und der geht auch dann auf die bestimmten Phasen des Trainings ein, wann es schwer ist, wann es leicht ist und auch auf die wettkampfspezifischen, auch noch auf die Vorbereitung. In knappe 10 Minuten geht's los, bist vorbereitet, freust dich? Ich glaube, ich habe alles rausgeholt, was man rausholen kann. Bin dementsprechend gut vorbereitet, freue mich sehr und ja, bin schon gespannt, was rauskommt. Glaubst du, geht sich der Sieg aus? Vor 2 Jahren habe ich davon geredet, dass ich den Bewerb gewinne. War dann schon enttäuscht von meiner Platzierung. Das Gefühl dieses Jahr ist gut, aber ich habe mir vorgenommen, dass ich es nicht ausspricht. Okay. Na dann viel Erfolg, wir wünschen dir alles Gute. Dankeschön. Ich mache heute oder dieses Jahr nicht mit. Aus gesundheitlichen Gründen habe ich mich dieses Jahr eher zurückgezogen. Aber ich bin trotzdem da, eben um den Sport zu unterstützen und zu sehen, okay, wer wird mein Nachfolger? Ne? Es wird heute ja auch ein LKW gezogen, haben wir gehört. Können Sie ein bisschen beschreiben, wie ist denn das, wenn man einen LKW zieht? Das kommt darauf an, wie schwer der LKW ist. Das Gefühl ist halt einfach geil, ne? Wenn man einen LKW zieht und man merkt, okay, der kommt einem hinter einem hinterher. Und man geht immer schneller und schneller auf die Ziellinie. Das ist ein richtig geiles Gefühl auch, ja. Wen Sie nehmen Sie heute hier und zum Anfeuern? Für meinen Sohn Lukas Scher. Und sind stolz auf ihn bis jetzt? Ja, total. Mein Lucky. Super. Sind Sie bei jedem Event dabei, wo der Lukas mitkämpft? Nein, das erste Mal heute. Ah, wirklich? Das erste Mal? Ja. Aber da mit vollem Ding. Immer erste Reihe. Wie läuft es dabei im Wettbewerb? Bis jetzt eigentlich relativ gut. Für das, dass ich der leichteste Athlet am heutigen Starterfeld bin, stehe im guten Mittelfeld. Die letzte Disziplin hat jetzt leider gar nicht funktioniert, aber eine haben wir ja noch. Schauen wir, was wir noch rauskriegen. Und wir haben schon Ihre Mama getroffen und auch kurz mit ihr geredet. Die ist ja Ihr Top-Fan. Hilft Ihnen die Unterstützung von Ihrer Mama? Hören Sie die Jubelschreie? Natürlich, das ist schon sehr. Also ich freue mich sehr, dass auch wirklich viele Freunde und Familie heute wirklich auch angereist sind für mich. Das ist schon nicht normal. Also normal bin ich immer allein auf den Wettkämpfen auswärts, sage ich mal. Und das ist halt schon was ganz anderes. Freut mich sehr. Wie ist denn für dich der Wettkampf so? Persönlich der Wettkampf für mich katastrophal. Nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, weil ich mir gleich in der ersten Disziplin die Bizeps vielleicht eingerissen habe. Und da habe ich probiert, weiterzumachen in der zweiten Disziplin bei der Achse. Nur da habe ich beim Aufwärmen bei 90 Kilo schon gespürt, dass der Bizeps sicher reißen wird. Aber ich dachte, nein, muss ich vernünftig leider sein. Den Pokal in der Hand, du bist zum stärksten Mann Österreichs gekürt worden. Wie fühlst du dich jetzt? Also das Gefühl ist unbeschreiblich. Ich habe zwar zuerst einen kurzen Ausbruch gehabt, schon Emotionen, aber ich glaube, da ist noch viel drinnen, was rauskommen muss. Ich habe mir in der Vergangenheit einmal 3 große Lebensziele auf einen Zettel aufgeschrieben. Das erste war einmal ein Austrian-Giant Gewinner. Das habe ich jetzt erreicht und es ist ein wahnsinniges Gefühl, ein wahnsinnig schönes Gefühl. Der erste Weg war, glaube ich, zu den Eltern. Genau, der erste Weg war zu den Eltern. Es ist nämlich so, heute stehe ich zwar als stärkster Österreicher da, aber es hat in der Vorbereitung Zeiten gegeben, da war ich alles andere stark. Mentale Probleme, Schwierigkeiten, die was wahrscheinlich jeder in seinem Leben hat. Und für mich ist immer wichtig, dass ich darüber sprich. Und meine ersten Ansprechpartner sind meine Eltern. Und meine Eltern hören mir da immer zu, geben mir immer Rat und sind von dem her eine Riesenstütze in meinem Leben. Und wird heute noch gefeiert? Der Präsident von der ASF. Hat uns vorab so eine kleine Namenskarte gegeben. Also da haben wir Name, Größe, Gewicht, ein paar Informationen von uns aufschreiben müssen. Und unter anderem einen Freitext. Und da habe ich aufgeschrieben, ich freue mich schon, wenn der Giant vorbei ist und wir im Schweizer Haus Bierkrüge statt Hanteln heben. Also ja, heute wird noch gefeiert, heute gibt es noch Bier. Wie ist das Gefühl, so viel Geld eingesammelt zu haben? Wahnsinnig schön, weil wir wissen, wofür wir es einsetzen, nämlich für unseren Kinderschutzverein Courage Club. Und dank unserer Partner ist jetzt alles möglich gewesen. 17.000 Euro ist keine Selbstverständlichkeit und das wissen wir sehr zu schätzen. Ich nehme an, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Natürlich und ich hoffe, die Heute Zeitung ist wieder mit dabei. Als großartiger Unterstützer, so wie es heuer das gemacht hat, wirklich Chapeau an das ganze Team von heute.
Und ich habe auch schon das Go vom Prater bekommen, also wir sind wieder da. Wir natürlich auch. Und ich sehe eine Sportlerin unter uns, vielleicht machen wir einen Damenwettbewerb. Ha? Ist das etwas, was eventuell in Frage kommt? Es gibt die World Strongest Woman, es gibt auch die stärksten Frauen Österreichs. Das wäre natürlich eine Überlegung, das zu machen. Aber da geht es natürlich auch darum, welche Partner und so weiter. Also wir sind auf der Suche natürlich nach Partnern. Sollte jemand Interesse haben, meldet euch.